wie mir Strache das Ende April 17 erzählt hat, das könnte eine Falle gewesen sein, bin ich aus allen Wolken gefallen. Er ist da in die Falle gegangen, er ist ins offene Messer gelaufen, von wem auch immer, ne? Er hat gewusst, was wir wollen. Wir haben gewusst, was wir wollen. Ich habe gewusst, dass er genau versteht, was wir wollen. Das ist Strache. Strache live. Und auf Ibis sogar noch relativ gut drauf. Was man heute dokumentiert, per Videobeweis über 7 Stunden sieht, ist, dass ich eben ausdrücklich nicht korrupt bin. Übrig bleiben wird von Strache, glaube ich, Ibiza. For better and for worse. März 2022. Heinz-Christian Straches Leben hat sich massiv verändert. Vom einstigen Erfolg als FPÖ-Parteichef und Vizekanzler ist nicht viel übrig geblieben. Ein herzliches Glück auf! Höft Schmidt, wir sind wieder da! Die FPÖ hat ihn aus der Partei ausgeschlossen. Der Versuch, mit dem Team HC in den Wiener Landtag einzuziehen, ist gescheitert. Viele ehemalige Freunde und Weggefährten haben sich von ihm abgewandt. Und während Strache immer noch versucht, den Absturz zu verkraften, gehen die Ermittlungen gegen ihn weiter. Eine mögliche Verurteilung mit einem Strafrahmen von bis zu 10 Jahren schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Versuch, im Leben danach Fuß zu fassen. Wie konnte es so weit kommen? Und wie geht es Heinz-Christian Strache heute? Es geht mit den Umständen entsprechend gut. Ich konzentriere mich auf meine unternehmerische Tätigkeit, auf meine Projekte und das macht Freude. Wiewohl nicht alles leicht ist im Leben. Aber was ist schon leicht? Das Leben ist eine Hochschaubahn. Einmal ist man oben, einmal unten. Wichtig ist, dass man nicht unten liegen bleibt, wenn man fällt, sondern immer wieder aufsteht und wieder hinaufgeht. Und diesen Weg gehe ich stetig. Auf diesem Weg gibt es noch viele Hürden zu bewältigen. Erst im Sommer 2021 wurde Strache zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt. Er soll gegen Spenden eine faktische Einflussnahme auf FPÖ-Abgeordnete vorgenommen haben. Damit sollte der Privatkrankenanstalten Finanzierungsfonds, kurz PRIKRAF, geändert werden. So sollte der Privatklinik Währing die Aufnahme in den Finanzierungsfonds ermöglicht werden. Das ist ein Resultat der Ibiza-Ermittlungen, die zu einer Hausdurchsuchung bei Strache geführt haben. Dabei wurde ihm sein Handy abgenommen. Daraus hat man dann Verfahren eingeleitet, wo ich mich zum Teil nur wundern kann, wie da Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen worden sind. Aber es sind insgesamt 11 Verfahren gegen mich eröffnet worden und bereits 5 eingestellt worden. Und es gibt, wie Sie wissen, beim Thema PRIKRAF ein nicht rechtskräftiges Urteil, wo ich jetzt auch Einspruch eingelegt habe, weil einfach der Vorhalt nicht stimmt. Noch offen sind Verfahren rund um eine Aufsichtsratsbestellung bei der ASFINAG oder in der sogenannten Spesenaffäre. Bei letzterer drohen im Falle einer Verurteilung wegen Untreue bis zu 10 Jahre Haft. Aber gehen wir erst einmal einen Schritt zurück. Kapitel 1. Wer ist Heinz-Christian Strache? Wien, 1969. Hier wird HC, wie er auch genannt wird, am 12. Juni geboren. Strache bleibt ein Einzelkind. Der Vater verlässt die Familie früh. Marion Strache arbeitet in der Familiendrogerie und muss ihren Sohn alleine aufziehen. Mit 6 Jahren kommt er ins Internat.
damals in der Neulandschule in Wien Favoriten. Wenn man da am Sonntagabend ins Internat gebracht wird, sich verabschieden muss von seiner Mutter und weiß, man hat jetzt bis Samstagmittags da im Internat zu verbleiben und kommt dann erst wieder heraus und hat quasi nur von Samstagmittags bis Sonntagabends Zeit, bei seiner Mutter zu sein, dann ist das etwas extrem Schwieriges. Ja, also das muss man, glaube ich, erst lernen. Die Beziehung zu seiner Mutter ist Strache wichtig. Sie spielt in seinem Leben, wie er sagt, eine ganz wesentliche Rolle. Mama, danke, danke für alles, danke. Während seiner Schulzeit beginnt Strache, sich für Politik zu interessieren und schließt sich der Mittelschulverbindung Vandalia an. Er bewegt sich in rechtsextremen Kreisen. 7 Jahre lang ist er mit der Tochter von Norbert Burger liiert. Burger war Begründer der später verbotenen Nationaldemokratischen Partei, NDP. Für Strache war er, Zitat, eine Art Vaterfigur. Als Strache längst in der Politik ist, tauchen Bilder von paramilitärischen Wehrsportübungen auf, die Strache später als Paintball-Spiele bezeichnet. Er spricht von Jugendsünden. Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Harald Fischel ist ein enger Freund und langjähriger Wegbegleiter Straches. Wie ordnet er diese Bilder ein? Blödheit. Verlorenheit. Identitätssuchend. Freundschaftssuchend. Vielleicht war er einsam und ist in diese Kreise gewachsen. Und wenn man jung genug ist, macht man jede Blödheit. Naja, dass immer wieder man versucht hat, mit Framing und mit Anpatzungen und auch Verleumdungen zu operieren, das habe ich seit meiner politischen Tätigkeit erleben müssen. Aber die Menschen haben mitbekommen, dass da eine sehr, sehr starke Entwicklung auch der Fall war in die Mitte der Gesellschaft. Wir haben uns Mitte rechts positioniert. Wir sind Patrioten, aber wir haben eine sozialpolitische Verantwortung und wir haben mit Extremismus nichts zu tun gehabt. Doch bevor er endgültig in die Politik geht, entscheidet sich Strache, den Beruf des Zahntechnikers zu erlernen. Der Zahntechniker hat mich fasziniert, weil es eine künstlerische Arbeit war. Ja? Also Zähne zu modellieren, die Farbstellungen dann auch entsprechend hinzubekommen. Die gesamte Technik dahinter war für mich faszinierend. Aber die Politik lässt Strache nicht los. Mit 19 wird er FPÖ-Mitglied. Mit 21 der jüngste Bezirksrat, mit 23 Bezirksparteiobmann der FPÖ. Das alles in seinem Heimatbezirk Wien-Landstraße. Das ist gelungen, dort eine große Gruppe aufzubauen von über 500 Mitgliedern. Und das war ja alles ehrenamtlich in dieser Zeit. Aber das war natürlich etwas, wo ich meiner Bestimmung gefolgt bin. Vorbild und Inspiration ist damals vor allem einer, Jörg Haider, FPÖ-Chef, Rechtspopulist, Provokateur. Für Strache eine faszinierende Persönlichkeit. Unter der Führung von Jörg Haider wird die FPÖ zweitstärkste Partei und tritt im Jahr 2000 in eine Koalition mit der ÖVP ein. Rechtspopulisten in der Regierung. Das ist Anfang der Nullerjahre ein Tabubruch, der zu einem Aufschrei in Europa führt. Dann wird der Aufstieg gebremst. Und zwar von der FPÖ selbst. 2002 kommt es in Knittelfeld auf einem außerordentlichen FPÖ-Parteitag zu einem heftigen Zerwürfnis, das 2005 schließlich zu einer Parteispaltung führt. Ich habe ja dann mit ihm im Jahr 2005 auch Verhandlungen geführt, wo wir auch einen Vertrag gemeinsam definiert haben, gemeinsam die Partei zu retten, in einer Führungsrolle zu übernehmen, als Obmann der eine und der geschäftsführende Obmann der andere. Und an diese Vereinbarung hat er sich ja nicht gehalten, denn da war er 14 Tage weg. Wir haben Stillschweigen vereinbart, hätten uns dann treffen sollen, um das zu präsentieren. Und er hat dann an dem Tag, wo wir das Treffen vereinbart hatten, eine Pressekonferenz zur Neugründung einer Partei, nämlich den PZÖ, gemacht. Ja, so haben wir uns also auf diesen eigenen Weg begeben. Und ich glaube, dass er ein guter Weg ist. Man hat sich orangiert. Man hat sich gekriegt.
Mit dem Haider haben wir so quasi einen Messias gehabt, ne? Damit sind wir gescheitert, krachend. Und der Strache war dann im Gegensatz dazu ein guter Kamerad. Ne? Er war natürlich intellektuell viel einfacher gestrickt wie Haider. Er war aber auch nicht so ein falscher Hund wie der Haider. Ne? Der Haider war persönlich in hohem Maße illoyal. Wobei, beim Strache hat man sich menschlich verlassen können. Er ist jemand, der Leute begeistert, sonst wäre er nicht und die Partei so weit gekommen. Muss man auch sagen. Also, er ist jemand, der mit Leuten sehr gut sprechen und umgehen konnte, Leute auch überzeugen konnte von seinen Ansichten, auch wenn sie vor dem Gespräch 180 Grad anders gedacht haben. Die Abspaltung des BZÖ von der FPÖ ist eine Chance für den Jungpolitiker Heinz-Christian Strache. Die echten Freiheitlichen sind zurück. Das wird heute die Wiedergeburt der FPÖ in Österreich sein. Im Jahr 2005 übernimmt er die FPÖ als Bundesparteiobmann. Ja, das war ein desaströser Zustand in Wahrheit. Na, denn die Partei war überschuldet. Sie hatte 5,5 Millionen Euro Schulden. Sie war quasi knapp vor der Insolvenz oder vor dem Konkurs stehend fast. Und in den Umfragen bei 3% liege. Das heißt, es hat uns ja keiner mehr etwas zugetraut. Strache ist der insgesamt 10. und zugleich jüngste FPÖ-Obmann der Parteigeschichte. Also in meinen Augen, Ideologie, Strache selbst, hat in meinen Augen nie eine große Rolle gespielt. Es war immer auf Stimmenmaximierung, wie auch beim Haider. Er ist irgendwie so eine Zwischenfigur zwischen dem wirklich intellektuellen Haider und dem Rabaukentickel, von dem ich zunehmend nicht glaube, dass die Zuschreibungen gestimmt haben, dass er so wahnsinnig gescheit ist. Und irgendwo dazwischen hat der Strache mit seinem Aufsehen und seinem Auftreten und das, was er sich von Haider abgeschaut hat, irgendwo dazwischen war er dann, bis Ibiza. Und auch wenn es 2005 niemand für möglich gehalten hätte, Strache kann die FPÖ einen und wird immer erfolgreicher. Er fährt einen rechtspopulistischen Kurs. Leider im Jänner haben wir bereits 57.000 zusätzliche Zuwanderer über die österreichischen Grenzen hereingelassen. Warnt vor Überfremdung, Islamisierung und kritisiert die EU. Mit der Positionierung als sogenannte soziale Heimatpartei führt Strache die FPÖ zu immer größeren Erfolgen und 2017 schließlich in die Regierung. Es sollte der Höhepunkt seiner Karriere sein. Heinz-Christian Strache, der eingefleischte Oppositionspolitiker, ist plötzlich Vizekanzler der Republik Österreich. Wir haben auch in der Regierungsverantwortung als Freiheitliche Partei durch unsere gute Arbeit, und es gab große Anerkennung von Seiten der Bevölkerung, an Zustimmung zugelegt und beziehungsweise auch unsere starke Positionierung bei 24-26% in den Umfragen festigen können. Er war als Oppositionspolitiker von mir aus richtig, ja? Von mir aus. Aber in der Regierung scheint er ein glattes Versagen. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, wir sind ja eigentlich nur mehr in Tumulten unterwegs gewesen. Dann kam der Kickl mit dem Innenministerium, mit dem BVD-Skandal. Was blieb von diesen 1,5 Jahren politisch? Und während Strache am Zenit angekommen scheint, beginnt es hinter den Kulissen zu brodeln. Kapitel 2. Es braut sich etwas zusammen. Der Erfolg steigt ihm zu Kopf. Strache verändert sich. So zumindest sieht es jemand, der seine Entwicklung als Politiker und als Mensch miterlebt hat. Oliver Rieberich ist karenzierter Polizeibeamter und war jahrelang für die Sicherheit Heinz-Christian Straches verantwortlich. Als Bodyguard und Chauffeur kam er dem FPÖ-Politiker und späteren Vizekanzler so nah wie kaum ein anderer. In den ganz, ganz frühen Interviews und dergleichen wird man vielleicht noch merken, dass er sagt, die Partei und ich. Ja. Aber zum Schluss, nein, ich habe. Ja. Ohne dem Team hätte ein Strache niemals so realisieren können. Niemals. Ja. Und das hat er einmal komplett vergessen.
Oliver Rieberich war nicht nur Straches Bodyguard, sondern wie er über sich selbst sagt, das Mädchen für alles. Zu jeder unmöglichen Tages- und Nachtzeit rauschen dann heute Einkaufslisten herein. Und war am Anfang, sage ich jetzt vielleicht einmal sporadisch oder überschaubar. Und das wurde aber auch immer mehr. Unglaublich. Und was ich halt besonders schlimm empfunden habe, war, du hast mir das jede Woche dann besorgen können. Hier einige Auszüge aus der WhatsApp-Korrespondenz zwischen Rieberich und Strache, die uns Rieberich exklusiv zur Verfügung gestellt hat. Strache erinnert sich, wie Rieberich zu ihm gestoßen ist. Er ist im Jahr 2006 meiner Erinnerung nach zu uns gekommen und mir vorgestellt worden, weil er als Sicherheitsmann bei mir arbeiten wollte, hat sehr gut verdient und hat bis 2019 immer wieder flehentlich artikuliert, dass er unbedingt bei mir bleiben will, obwohl ich da oder dort wahrscheinlich schon aus einer richtigen Gefühlsebene heraus nicht wirklich zufrieden war mit seiner Arbeit. Im Sommer 2013 spitzt sich die Situation zu. Während Strache bei einer Veranstaltung in Kärnten war, fuhr Rieberich zu einer Tankstelle, wo er Geldbündel in HC Straches Tasche im Kofferraum gefunden haben will. Ich war total überrascht. Ich hatte damals eigentlich geglaubt, er will mich testen. Wirklich. Ich habe mir gedacht, okay, warum macht er das? Punkt eins. Punkt zwei, ich meine, in einem Auto so große Geldbeträge ist jetzt nicht normal. Ja. Sollte er zumindest seinem Sicherheitsmann oder Fahrer oder Lakaien oder Mädchen für alles zumindest sagen, du pass auf, ich habe eine Geldtasche drinnen. Pass auf, lass das Auto nicht alleine. Rieberich beginnt verschiedene Vorgänge zu dokumentieren und deponiert dieses Material beim Anwalt M. Er hat nicht dokumentiert, er hat konstruiert. Und das ist das Interessante dabei, dass von diesen Zeugenaussagen weg bis heute zu all diesen Geschichten eines sichtbar wird, dass er laufend konstruiert hat. Und genau das spiegelt sich auch bei den Ermittlungen des Bundeskriminalamts wider und wird sicherlich zur Aufklärung führen. Von alledem ahnt HC Strache aber zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Im Gegenteil, der Vater zweier Kinder ist am Höhepunkt angekommen. Mit seiner zweiten Frau Philippa genießt er das Rampenlicht. Gleichzeitig wird er zum dritten Mal Vater. Er ist auf einer Erfolgswelle. Parallel dazu wird im Hintergrund der Anwalt M aktiv, bei dem Oliver Rieberich sein belastendes Material deponiert hat. Der Anwalt möchte, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. Aber für Polizei und Justiz wären die gesammelten Beweise zu wenig stichhaltig gewesen. Also kontaktiert der Anwalt einen gewissen Julian Hessenthaler. Ein Schritt, der später zum Ibiza-Video führen soll. Kapitel 3. Wie stellt man eine Falle? Julian Hessenthaler ist Privatermittler im Bereich Private Intelligence und hat sich auf das Aufdecken von Industriespionage spezialisiert. Er soll HC Strache in eine Falle locken. Und weil es damals schwierig ist, an ihn heranzukommen, versucht er es zunächst bei Johann Gudenus. Hessenthaler gibt sich als Begleiter einer angeblichen Oligarchennichte aus, die in Österreich investieren will. Es wird gewesen sein im Jänner 2017, wo eine Bekannte von uns, eine Immobilienmaklerin, meine Frau angerufen hat und die beiden sich dann getroffen haben und eben erwähnt wurde, dass es eine begütete Russin gibt mit lettischer Staatsbürgerschaft, die Interesse hat, eine Jagd zu kaufen, ein Jagdgrundstück, und wir haben so eins und somit hat das Ganze begonnen. Bei einem Treffen in der Kanzlei des Anwalts M. ist auch die Identität der angeblichen Oligarchennichte ein Thema. Und in seiner Kanzlei, es wird gewesen sein Ende Mai, Anfang Juni 2017, hat er mir auch in Anwesenheit der Immobilienmaklerin eine Passkopie gezeigt. Dass diese Kopie gefälscht sein kann, ja, davon geht man überhaupt nicht aus, weil warum soll mir ein Wiener Anwalt absichtlich eine gefälschte Urkunde zeigen? Das erste Treffen lief ab, dass wir eben anhand der Legende mit diesem Grundstücksverkauf
ein Treffen im Grand Hotel in Wien ausgemacht hatten, haben uns also gekümmert um das dementsprechende Drumherum, sprich einen Maybach, einen Bodyguard und viel Bargeld. Und haben dann diesen Abend begangen mit einem Essen und auch recht viel Alkohol bei dem Essen. An diesem Abend verbläst Hessenthaler, wie er es formuliert, gut 30.000 Euro vom Geld des Anwalts M. Denn nach dem Essen geht es noch weiter in ein Wiener Nobelhotel. Man feiert in einer eigenen Suite, in einem Zimmer, das mit Kameras ausgestattet ist. Eigentlich sollte ja Strache aufs Kreuz gelegt werden. Warum aber nicht Gudenus mitnehmen, dachten sich die Ibiza-Macher, wenn sich schon die Gelegenheit ergibt. Und am nächsten Tag kam dann der Anwalt zu mir, in der Erwartung, also praktisch den Lohn seiner Mühen zu sehen. Und dann passierte, was nicht passieren sollte, diese doch etwas großartige Peinlichkeit, dass ich drauf gekommen bin, dass ich im ganzen Stress dieser kurzfristigen Vorbereitung den größten Fehler, den man machen kann, begangen habe und die Kameras nicht mit SD-Karten bestückt hatte. Was dazu geführt hat, dass alle deutlich schlechte Laune gekriegt haben und der Anwalt explodiert ist und meinte, ich habe unglaublich viel Geld verschmissen, also verbraten. Dann kam halt aus einem gewissen professionellen Stolz heraus diese Aussage, na gut, dann mache ich es halt noch einmal selber, weil jetzt wissen wir, dass es geht. Diesen Fauxpas wollte Hessenthaler wiedergutmachen. Und so entstand die Idee, Strache an einem anderen Ort eine Videofalle zu stellen. Einem, an dem er entspannter sein würde. Im Urlaub auf Ibiza. Leute in gehobenen Positionen zu 99% tragen gewisse Komplexe mit sich herum und sind B auch gewöhnt, dass sie angehimmelt werden. Und man kann sagen, wenn man sich infiltrieren will, ist es notwendig, dass man sich zumindest auf die gleiche Stufe mit ihnen stellt, wenn nicht sogar darüber. Und dann ein gesondertes Desinteresse an ihnen zeigt. Das Desinteresse löst mit hohem Prozentanteil meistens dann aus, nach einer gewissen Zeit, dass diese Personen sich versuchen, einen Konkurrenzkampf zu stellen, unbewusst. Oder sich zu beweisen. Und das führt dann meistens dazu, dass die Leute ungefragt unglaublich viel Informationen preisgeben. Und so kommt es schließlich zu jenem berühmt-berüchtigten Abend im Sommer 2017, an dem Strache und Gudenus 7 Stunden mit Hessenthaler und einer vermeintlichen Oligarchennichte verbringen. Dort spricht man über mögliche Staatsaufträge im Gegenzug für potenzielle Wahlkampfhilfe. Darüber, wie man Spenden über Vereine am Rechnungshof vorbeileitet. Und vieles, vieles mehr. Wenn Sie nicht gewollt hätten, hätten Sie jederzeit aufstehen können und gehen können. Sie haben aktiv Vorschläge gebracht. Sie haben aktiv Sachen mitdiskutiert, die eindeutig, ich meine, wir haben es Ihnen vorgelesen quasi. Wir haben Ihnen gesagt, die Idee hier ist folgendes. Wir geben etwas, hier kommt es in eine Regierung, in der Regierung kann man was machen und wir profitieren davon. Das ist eine Anleitung zur Korruption. Was man heute dokumentiert, per Videobeweis über 7 Stunden sieht, ist, dass ich eben ausdrücklich nicht korrupt bin, weil ich jeden investigativen Versuch dort, der ja dort aufbereitet war, der ja dort einstudiert war offenkundig, ja, wo man mir mit, ich sag, rechtswidrigen, korruptiven Angeboten gekommen ist, über 100 Mal von mir sehr konsequent und ich sage zum Teil auch deftig zurückgewiesen wurde, weil es das mit mir nicht gibt. Er hat gewusst, was wir wollen. Wir haben gewusst, was wir wollen. Ich habe gewusst, dass er genau versteht, was wir wollen. Er hat genau gewusst, dass wir verstehen, dass er genau versteht. Es war einfach nur dieses krampfhafte Tanzen um diese direkte Zusage oder nicht, obwohl er sie schon x-fach gegeben hat. Aber dann vergehen 2 Jahre, in denen die Videomacher versuchen, das Video zu verkaufen. Angeblich, um Oliver Rieberich finanziell abzusichern. Allerdings ohne dessen Wissen, denn er hat, wie er sagt, weder vom Video noch von einer geplanten Absicherung gewusst. Kapitel 4. Der Countdown läuft. Oliver Rieberich erfährt von der Existenz eines kompromittierenden Videos und beschließt, Strache zu warnen. Zeitpunkt: ungefähr 4 Wochen vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos.
Wie hat Strache reagiert? Aufgeschaut vom Handy, die Zigarette in der Hand. Hä? Das war seine ganze Reaktion, er hat nur noch den Kopf geschüttelt. Ich habe damals halt gedacht, okay, ich habe meine Schuldigkeit getan als Mitarbeiter. Knappe drei Wochen vor der Veröffentlichung des Videos ruft HC Strache Johann Gudenus an, dem er später unterstellen wird, ihn in die Falle geführt zu haben. Ich kann mich genau erinnern, wo Strache mich angerufen hat. Ich stand mit dem Auto auf einem Parkplatz von einem Supermarkt an einem Samstag, das wird Ende April gewesen sein, und hat mir erzählt, da gibt's irgendwas. Laut Gudenus bat ihn Strache, die Information bis auf Weiteres für sich zu behalten. Ich habe ja bis zu meinem Rücktritt mit ihm natürlich eng zu tun gehabt und habe ihn auch gebeten, alles niederzuschreiben, woher er die Herrschaften kennt und wie oft er Kontakt gehabt hat. Ich habe ihn am Montag in sein Büro gebracht, ein komplettes Gedächtnisprotokoll meinerseits von Anfang Jänner, nämlich Anbahnung durch die Immobilienmaklerin, wegen Grundstück, dann die ersten Treffen, alle Treffen, die mir noch in Erinnerung waren. Da beschreibt er das ja nicht so genau, sondern dass er die öfters getroffen hat vorher, dass er offenbar nachher noch Kontakt hatte. Es wäre absurd zu sagen, es gab vor Ibiza keine Treffen, weil wie hätte es dann zu Ibiza kommen können? Ja. Ja, das ist auch wieder so interessant, weil wieder diese Schlüsselperson Johann Gudenus ist. Ne? Johann Gudenus, der, wie man heute weiß, einen langen Zeitraum den Julian Hessenthaler gekannt hat, diese vermeintliche Oligarchin gekannt hat, alle diese beteiligten Personen offenbar, und mich dann dorthin geführt hat. Ne? Und welche Rolle auch immer er dabei gespielt hat, ja, die es aufzuklären gilt. Es ist ja dieses ganze Konstrukt auch von Herrn Strache leider, und das tut mir auch sehr leid, dass er sich da geistig völlig verrennt, völlig hanebüchern. Die Tage vergehen. Der 17. Mai 2019 rückt näher. In München arbeiten Frederik Obermeier und Bastian Obermeier von der Süddeutschen Zeitung gemeinsam mit Kollegen vom Nachrichtenmagazin Spiegel auf Hochtouren an der Fertigstellung der Recherche und der Veröffentlichung des Videos. Von den 7 Stunden, die das Treffen auf Ibiza gedauert hat, wollen die Journalisten nur einige Passagen veröffentlichen. Warum nur wenige Ausschnitte? Wir haben natürlich dieses Video auf den nachrichtlichen Wert geprüft. Wir dürften auch aus juristischen Gründen, wir durften und dürften auch nur Stellen zeigen, in denen ein sehr hohes öffentliches Interesse sichtbar wurde. Diese Stellen mussten ein hohes öffentliches Interesse überspringen. Und das ist natürlich dann der Fall, wenn er sagt, wir wollen die Kronenzeitung übernehmen. Wir wollen Spenden an der Partei vorbei haben für die Vereine. Am 14. Mai, 3 Tage vor der Veröffentlichung, schreiben die beiden Journalisten WhatsApp-Nachrichten an HC Strache und Johann Gudenus. Sie beschreiben das Ibiza-Video, nennen die schweren Vorwürfe, die in den ausgewählten Ausschnitten vorkommen, und bitten die beiden Politiker in etwa so um eine Stellungnahme. Wir sind es gewöhnt, muss ich sagen, so, dass wir ja Leuten, über die wir berichten, denen wir Vorwürfe womöglich in unserer Berichterstattung machen, dass wir denen mit einigen Tagen Vorlauf die Möglichkeit zur Stellungnahme bieten. Wir haben dann aber durch einen österreichischen Kollegen, den Florian Klenk vom Falter, sehr, sehr schnell gelernt, dass das mit den E-Mails womöglich bei Herrn Strache gar nicht so viel bringt. Da er meinte, im Endeffekt müsst ihr mal WhatsApp schreiben. Die liest er dann womöglich auch, aber eine E-Mail, die wird sich versenden. Und deswegen haben wir dann den Vorhalt quasi an Herrn Gudenus und an Herrn Strache per WhatsApp geschickt, was natürlich auch den tollen Vorteil hatte, dass man bei WhatsApp ja auch sieht, wenn eine Nachricht ankommt und auch wenn sie gelesen wird. Journalistenanfragen kamen am Mittwoch ungefähr um 14 Uhr, das weiß ich noch, bei WhatsApp auf sein Handy, mein Handy. Es klingelt bei mir, ich sehe das, ich habe sofort Strache angerufen, er hat das Gleiche bei sich gehabt und ja. Gut, und dann haben wir uns begeben in sein Büro und haben begonnen zu beraten. Leider zu spät. Wir hätten eigentlich schon viel früher reagieren müssen. Man hätte, glaube ich, dem Ganzen viel Wind aus den Segeln nehmen können. Das ist leider ein großer Fehler gewesen. Von Herrn Strache, aber auch von mir. Dann, am 17. Mai um Punkt 18 Uhr, stellen die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel ihre monatelange Arbeit online. Das Ibiza-Video verbreitet sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land und damit auch das, was in der Finca besprochen wurde. Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, da hat uns einer Gewinner auf der Höhe. Das ist Strache. Strache live.
Und auf Ibiza war er noch relativ gut drauf. Es ist mir wirklich überrascht, dass es so lange gedauert hat. Weil er hat sein Mundwerk nie unter Kontrolle gehabt. Ja? Das war ein typischer Strache. Währenddessen hält die FPÖ eine Krisensitzung ab. Da sitzen wir alle in seinem Büro. Ja. Und das Video ist dann um 18 Uhr. Oder das Video. Ich betone, diese manipulativ zusammengeschnittenen, verkürzten Szenen ja, sind um 18 Uhr erschienen. Ja, ich durfte diesen magischen Moment miterleben. Es war sehr ruhig, natürlich nach Ausstrahlung des Videos. Und da war jetzt eine gewisse, nicht gerade sehr fröhliche Stimmung, gebe ich zu. Ja. Es gab dann eine kurze Analyse, wie fatal das Video ist. Der Einzige, der später in den Raum gekommen ist, der das richtig analysiert hat, war der Herbert Kickl. Der kam rein, da war es noch stiller als nach dem Video, muss man dazu sagen. Alle Blicke richteten sich auf Herbert Kickl und er sagte, so, das war's. Da wurde beraten, was ist zu tun. Der Strache hatte einen Termin beim Herrn Kurz am selben Abend. Also ich hab gesagt, Heinz-Christian, ich trete zurück, aber du bitte bleib, weil das war mir wichtig, weil die Regierung war sehr gut und er war ein guter Vizekanzler. Und ich wollte mich da ein bisschen herausnehmen, auch zu zeigen, dass die Partei irgendwie reagiert vielleicht. Ja, das, ja. Es war dann, in der Nacht war dann irgendwie klar, okay, der Rücktritt erfolgt, am nächsten Tag in der Früh war es wieder nicht klar. Aber im Endeffekt hat dann der Rücktritt doch die Oberhand gewonnen. Samstag, 18. Mai. 12.16 Uhr. In einer 10 Minuten langen Rede gibt Heinz-Christian Strache seinen Rücktritt als Vizekanzler und Parteichef bekannt. Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese Entscheidung annehmen wird. Am Samstagabend hält dann der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Pressekonferenz. Genug ist genug. Nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung des Videos ist die türkisblaue Regierung Geschichte. Bundeskanzler Kurz kündigt Neuwahlen für den Herbst 2019 an. Ein Schock für HC Strache, der zurückgetreten ist, damit die FPÖ weiterhin in der Regierung bleiben kann. Ich hätte damals als Parteichef nicht zurücktreten sollen. Viele sagen, das war die beste Regierung, die sie in Österreich in vielen Jahrzehnten erlebt haben und waren natürlich massiv getroffen und erschüttert, dass dann sozusagen mit diesem Video, und ich sage das ganz, ganz klar, wo ich mir nichts zu Schulden kommen habe lassen und im Nachhinein den größten Fehler gemacht habe, nämlich als Parteichef zurückzutreten. Ja. Aber ich damals aus der Konsequenz, eine Regierung retten zu wollen, so gehandelt habe, weil der Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz versprochen hat, wenn ich zurücktrete, wird die Regierung, die gut arbeitet, fortgesetzt werden. Und das war meine staatspolitische Verantwortung, aber auch die Verantwortung gegenüber meiner freiheitlichen Familie, die ich damals gelebt habe, in dem Wissen, mir nichts zu Schulden kommen haben zu lassen. Strafrechtlich ist eine Sache. Aber was politisch untragbar ist, ist eine andere Sache. Und Sie reden sich immer auf Strafrecht aus. Das mag schon sein, dass da nichts strafrechtlich hängen bleibt. Genauso wie auf der anderen Seite Straf. Aber politisch ist es unmöglich. Was war eigentlich? Der hat sicher, wie soll man sagen, er hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, hat so geredet, also die Kronenzeitung wäre gut, wenn wir hätten und das und jenes. Ne? Im Grund war nichts dabei, was wirklich abwegig wäre politisch. Ne? Also Strache hat eigentlich da, wenn ich es im Nachhinein betrachte, nichts wirklich Schreckliches, Katastrophales gesagt. Der Verkauf der Republik und die Medien sind die größten Huren und all diese unfassbaren Dinge. Ein Politiker hat das, wenn er es denkt, ja? Aber er hat es nicht zu sagen. Nicht unter Drogen, nicht unter Alkohol. Er hat es einfach nicht zu sagen. Kapitel 5. Die Ermittlungen. Das Ibiza-Video löst eine Vielzahl an Ermittlungen aus. Einerseits machen sich die Behörden auf die Suche nach den Hintermännern. Andererseits geht man dem Korruptionsverdacht nach.
Für Letzteres ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, zuständig. Und die hat es mittlerweile mit einem Monsterverfahren zu tun. Der Ibiza-Fall eben ist nicht nur ein Fall, sondern es sind zig Verfahren. Es sind insgesamt 110 Aktenvorgänge. Und dann gibt es einen zentralen Akt. Und dieser Akt besteht aus mittlerweile 2300 Ordnungsnummern. Und da muss man sich vorstellen, dass jede dieser Ordnungsnummern auch wieder hunderte Seiten haben können. Also insgesamt besteht der Akt mittlerweile aus 60.000 Seiten. Das Bundeskriminalamt, das sowohl für die WKStA als auch die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt, bildet eine eigene Sonderkommission, die SOKO Ibiza. Aber die muss sich bald mit dem Vorwurf der Befangenheit auseinandersetzen. Unter anderem, weil einer der Ermittler nach dem Rücktritt von Strache eine Nachricht an diesen schreibt. Lieber HC, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt. Die Politik braucht dich. Alles Gute für alles Weitere. Liebe Grüße. Von Anfang an ist die Zusammenarbeit zwischen den Ermittlern belastet. Kürzlich aufgedachte Chats geben Einblick in den Konflikt. Darin diskutieren der mittlerweile suspendierte Justizsektionschef Christian Pilnacek und der ebenfalls suspendierte Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, darüber, einen WKStA-Oberstaatsanwalt observieren zu lassen, um Datenleaks zu finden. Am 18. März 2022 entzieht die WKStA der SOKO Ibiza schließlich alle Ermittlungen und erhebt in einem öffentlich gewordenen Dokument schwere Vorwürfe. All diese Vorkommnisse zeigen nicht nur die massive Befangenheit der SOKO-Leitung auf, sondern führen auch zu einem irreparablen Vertrauensverlust. In einer gemeinsamen Stellungnahme an uns betonen der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und eine Sektionschefin des Justizministeriums die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Justiz und Sicherheitsbehörden, die man bestmöglich und umfassend erfüllen werde. Aber zurück zu den laufenden Ermittlungen, die HC Strache direkt betreffen. Einen Zeithorizont für nächste Schritte will die WKStA nicht nennen. Aber was aber bereits erfolgt ist, sind insgesamt 3 Strafanträge. Das gibt 2 Strafanträge betreffen den ehemaligen Vizekanzler Strache. Ein Strafantrag betraf die sogenannte Prigraf-Causa. Da gab es bereits im letzten Jahr ein nicht rechtskräftiges Urteil. Ein zweiter Strafantrag wurde Anfang dieses Jahres von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beim Landesgericht für Strafsachen eingebracht, wo es um die Aufsichtsratsbestellung bei der ASFINAG geht. Dieses Verfahren ist noch am Laufen. All das ist Resultat aus den Ibiza-Ermittlungen. Das Ibiza-Video hat HC Strache den Posten des Vizekanzlers gekostet. Zum endgültigen Zerwürfnis mit seiner Partei kam es aber wegen der Spesenaffäre, in der die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. Diese Affäre kam kurz nach dem Ibiza-Skandal ans Licht. Daher noch einmal kurz zusammengefasst. Was ist noch einmal die Spesenaffäre? Im Zentrum dieser Affäre steht abermals der ehemalige FPÖ-Parteichef und Vizekanzler. Ihm wird vorgeworfen, seiner Partei private Ausgaben in der Höhe von knapp 600.000 Euro als Spesen verrechnet zu haben. Vorwürfe, die Strache bestreitet. Spesen an sich sind etwas ganz Normales. Zum Beispiel werden Reisekosten üblicherweise von der Partei übernommen. Dafür standen Strache monatlich mehrere tausend Euro zur Verfügung. Doch Strache ließ sich angeblich auch private Kosten abgelten. Etwa für Handyspiele, Kinderbetreuung, Nachhilfe, die Wartung seines Pools, Strafzettel und mehr. Laut einer langjährigen Mitarbeiterin Straches hätte sich die Partei immer wieder geweigert, private Ausgaben zu übernehmen. Doch Strache habe diese dann umwandeln lassen. Ein Mitarbeiter soll diverse Rechnungen mit Belegen von beliebigen Restaurantbesuchen ausgetauscht haben. Belegen, die mit Strache nichts zu tun hatten. Und das ist verboten. Wegen des Verdachts der Untreue drohen Strache deshalb bis zu 10 Jahre Haft. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Es gilt
Die Unschuldsvermutung. Sie werden keine Fingerabdrücke auf diesen Rechnungen finden, weil ich sie nicht kenne und niemals in der Hand gehabt habe und gar nicht weiß, was die da abgerechnet haben. Strache will nichts mit den Ersatzbelegen zu tun gehabt haben und wirft seinem ehemaligen Bodyguard vor, ihn angeschwärzt zu haben. Ich habe ja letztlich meinem Mitarbeiterstab vertraut, ja, habe ja letztlich auch alles, was mit Kassa oder Geld zu tun hat, überhaupt nicht selber irgendwie da gehandhabt. Das hat der gesamte Bürostab letztlich gemacht. Er hat immer gerne delegiert. Er hat immer Personen dazwischen geschaltet, ja, um nachher sagen zu können, ich bin nicht involviert, ja, ich kenne mich nicht aus, beziehungsweise ja, ich habe damit nichts zu tun. Das ist eine typische Strache. Stellen Sie sich vor, ich als Parteichef, jetzt gedanklich, theoretisch, hätte vorgehabt, meiner Partei Rechnungen unterzujubeln. Da wäre ich sicherlich nicht zu zwei Polizisten gegangen und zu einer Sekretärin und hätte gesagt, ja, bitte wär's für mich jetzt straffällig. Ja. Die hätten sofort Anzeige erstatten müssen. Das zeigt ja, dass da was nicht stimmt. Strache bestreitet die Vorwürfe, Geld aus der Parteikasse für private Zwecke verwendet zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Kapitel 6. Und jetzt? Die Spesenaffäre kostete den FPÖ-Chef seine politische Karriere und führte zum Parteiausschluss. Die aktuelle FPÖ-Führung wollte sich übrigens zu alledem nicht äußern. Im Oktober 2019 verkündete Strache dann seinen völligen Rückzug aus der Politik. Ich stelle fest, dass wir einen wundervollen Spätsommertag haben und stelle fest, dass jedes Ende mit einem neuen Anfang beginnt. Meine Meinung zur Spesenaffäre ist so eindeutig. Sie wurde getrieben in erster Linie von den Freiheitlichen. Dem Zweck folgend, dass Heinz-Christian Strache total ruiniert wird. Letztlich fällt ihnen das auf den Kopf wie die Butter in der Sonne. Denn letztendlich werden, wenn es so sein sollte, dass die Freiheitliche Partei dem Heinz-Christian Strache Spesen gewährt hat, dann sind auch jene Organe mitverantwortlich, die sie gewährt haben. Aber die haben ja auch die Spesen kassiert. Das heißt, es ist ein Teufelskreislauf, in dem die Freiheitliche Partei mit ihren sogenannten guten Funktionären dem Heinz-Christian Strache hineintreibt. Für mich ist es klar, sie wollen ihn komplett ruinieren dabei. Strache bleibt der Politik übrigens nicht lange fern. Ende 2019 gründen drei Landtagsabgeordnete der FPÖ eine neue Partei. Die Allianz für Österreich, kurz DAÖ. Die neue Partei wird in Team HC Strache umbenannt, als Strache zum Obmann ernannt wird. Mit dieser Abspaltung von der FPÖ setzt er auf ein politisches Comeback. Für eine eigene politische Bewegung Straches, dieses Team Strache oder wie auch immer das heißen mag, sehe ich keine politische Zukunft im Lande. Da sind die Chancen sehr gering. Bei der Wiener Landtagswahl 2020 erlitt Strache noch eine Niederlage. Denn das Team HC Strache scheiterte an der 5%-Hürde, um ins Rathaus einzuziehen. HC Strache ist über sich selbst gestolpert, über sein eigenes Verhalten, über seine Gier nach Macht, den Drang nach Macht. Es ist ja auch so der Punkt, dass Herr Strache, aber auch Herr Gudenus, aber auch die FPÖ eine Zeit lang ja sehr, sehr harte Vorwürfe gegenüber uns Journalisten, gegenüber den Fallenstellern, aber auch gegenüber anderen Parteien erhoben haben. Wir müssen uns aber immer wieder klar machen, es waren Sie selbst, die dort auf Ibiza saßen, es waren Sie selbst, die dort sitzen geblieben sind. Und es war auch Herr Strache selbst, der einige dieser Vorschläge überhaupt erst ins Spiel gebracht hat. Mittlerweile wurden 5 Verfahren gegen HC Strache eingestellt. Einige bleiben noch offen. Währenddessen strebt Strache eine neue Karriere als Unternehmer an und schreibt ein Buch darüber, wie er die Nacht auf Ibiza erlebt hat. Trotzdem wird das Geld knapp. Im Herbst 2021 bittet der ehemalige FPÖ-Chef seine Freunde und Unterstützer in einem Facebook-Posting um persönliche Unterstützung, Hilfe und Spenden zur Abdeckung seiner horrenden anwaltlichen Kosten. Aber was hat sich auf der persönlichen Ebene getan? Besteht die Chance auf Versöhnung zwischen Strache und seinem ehemaligen engen Freund Johann Gudenus? Das letzte Mal haben wir uns gesehen
ziemlich genau vor einem Jahr auf der Straße zufällig. Haben kurz freundlich die Hand geschüttelt, gefragt, wie es geht, und dann sind wir weitergegangen. Aber wir haben jetzt kein Verhältnis, kein Kontakt. Ich finde es so schade, dass er damals mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, nach Ibiza unter vier Augen ihm einige Sachen zu erklären. Wenn er mir die Möglichkeit gegeben hätte, und ich habe es ein halbes Jahr probiert nach Ibiza, also nach dem Aufkommen des Videos oder der Videos, dann müsste er jetzt nicht herumlaufen mit falschen Anschuldigungen. Und das ist jetzt traurig. Und ja, diese Zeit habe ich gebraucht. Sag niemals nie. Ich glaube, dass es irgendwann einmal vielleicht einen Zeitpunkt geben wird und auch geben soll, bei all diesen Entwicklungen und Enttäuschungen, wo man sich vielleicht wieder irgendwann einmal zusammensetzt und versucht, das irgendwo auszusprechen. Gebietet vielleicht auch die menschliche Qualität, wenn man sie hat. Aber ich habe diese Zeit auf alle Fälle gebraucht, diesen Abstand auch zu finden und mein Leben zu ordnen und Klarheit zu schaffen und zu finden. Ibiza hat das Leben einer ganzen Reihe von Menschen verändert. Wo stehen sie heute? Johann Godinus arbeitet in der Beratung und Begleitung von Firmen bei der Niederlassung in Russland, China und ehemaligen Sowjetstaaten. Anfang des Jahres sagte er der Krone, dass es gut laufen würde. Möglicherweise hat sich das seit dem Kriegsausbruch geändert. Oliver Rieberich arbeitet heute im privaten Sicherheitsdienst. Der frühere Polizist wurde vom Dienst suspendiert. Auch gegen ihn laufen in der Spesenaffäre Ermittlungen. Der Ausgang ist offen. Julian Hessenthaler, der Macher des Ibiza-Videos, saß 16 Monate in U-Haft, weil er Kokain verkauft haben soll. Falsche Beschuldigungen, wie er sagt, um ihn mundtot zu machen. Am 30. März wurde er wegen Kokainhandels zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Harald Fischl hat kürzlich auf den Malediven geheiratet. Strache hat dort als sein Trauzeuge fungiert. Das hat einen Shitstorm ausgelöst, weil Strache kurz zuvor öffentlich um Spenden für seine Anwaltskosten gebeten hat. Die Reise soll jedenfalls Fischl bezahlt haben. Und Heinz-Christian Strache versucht, als Unternehmensberater Fuß zu fassen und lebt in Trennung von seiner Frau. Außerdem hat er mittlerweile eingesehen, dass ein Wiedereinstieg in die Politik erst denkbar ist, wenn alle Verfahren abgeschlossen sind. Und das kann mit oder ohne Verurteilung noch eine ganze Weile dauern.